So, ein Video, Innocent Crypto Kitty Nummer 15 habe ich schon mal darüber gesprochen und das habe ich jetzt geschrieben für meine Mutter. Nachdem ich die letzte E-Mail von eBay gelesen habe, sind mir sehr viele negative Gedanken durch den Kopf gegangen und die Nacht darauf hatte ich einen Albtraum. Habe geträumt, ich werde vor Gericht angeklagt, weil ich nicht richtig im Kopf wäre, weil ich eine ungehorsame Tochter wäre und weil ich das perverse Gesetz des intellektuellen Eigentums überschritten hätte. Und deshalb wollten sie mich zu Tode verurteilen. Die Freundinnen und Verwandten von dir haben sich dann gefreut, weil mein eventuelles Erbe dann unter ihnen aufgeteilt würde. Ich bin eBay nicht böse, dass sie mir diese E-Mail geschrieben hat. Im Gegenteil, es hat mich daran erinnert, dass ich mir keine Hoffnung machen sollte auf ein eventuelles Erbe und dass ich mich deshalb umso mehr auf meine berufliche Zukunft konzentrieren sollte. Im Moment will ich eBay nicht direkt antworten, aber du kannst ihr schöne Grüße ausrichten und diesen Brief vorlesen. Sie hat diese Reaktion wahrscheinlich nicht erwartet. Ich habe wichtigere Zukunftspläne, als auf dieses negative Spiel der Erpressung einzugehen. Hier ist meine letzte E-Mail an eBay. Ich muss dazu sagen, dass Sie mich vielleicht ein bisschen missverstanden haben könnte, weil ich die Grammatik in einem Satz nachträglich etwas verändert hatte, aber die originale Version wäre besser gewesen. Das mit der Tür. Tür einbauen. Dieser Aufenthalt in Deutschland hat mich daran erinnert, wie sehr ich das Klima hier auf Gran Canaria schätze und mir ist eingefallen, dass mein Apartment sich eignet, um das berufliche Projekt CCBB von Cryptocurrency und Bitcoin zu verwirklichen, wenn ich eine Tür einbaue. Habe Mami gefragt, ob sie einverstanden ist, dass ich das auch in Deutschland mache, in dem Zimmer, wo du geschlafen hast, aber sie ist dagegen. Das heißt, noch ein weiterer Grund für Gran Canaria. Außerdem habe ich 3 Monate pro Jahr, dass ich außerhalb von Spanien krankenversichert bin. Sonst muss ich mich extra krankenversichern und ich bevorzuge den Sommer, anstatt die Zeit im Februar wegzupissen. Meine Mutter sagt, sie ist enttäuscht, dass ich jetzt nicht gleich schon wiederkomme, weil ich ja gerade im Dezember, Weihnachten, Januar, da war, 3 Wochen, weil sie Lust hat, dies oder jenes zu tun, aber ich denke, dass der Beruf und die Gesundheit wichtiger ist als pure Lust. Sie hat erst vor kurzem einen Autounfall gehabt. Punkt. Hier auf Gran Canaria wohne ich sehr zentral, brauche kein Auto und außerdem eignet sich dieser Standpunkt deshalb noch besser für das Projekt. Autofahren ist viel gefährlicher als Flugzeugfliegen. Als Flugzeugfliegen und bei Eis und Schnee ist es doppelt und dreifach gefährlich. Außerdem muss ich jetzt zuerst mehrere Kostenvoranschläge bei Zahnärzten holen, das kommt bestimmt günstiger als in Deutschland, hier auf Gran Canaria. Einladung zu meinem YouTube-Channel. So, das war meine letzte E-Mail an eBay. Folgendes schreibe ich jetzt neu an dich. Ich bin dir dankbar, dass du dich um mich besorgst und ich will dir auch helfen, aber oft fühle ich mich viel schlechter, nachdem ich dir zugehört habe, wenn du sagst, wie krank ich sei. Wenn man diese Aussage oft genug wiederholt, wird man wirklich krank.
auch wenn man vorher nicht krank gewesen ist. Besonders wenn man dann noch daran denkt, dass diese Behauptung als Berechtigung benutzt wird, eine Person als unmündig zu erklären, einen Vormund einzuschalten, eine Person zu enterben und vielleicht noch sonstiges Eigentum zu konfiszieren. Dann ist es kein Wunder, wenn man versucht abzustreiten, dass man krank ist oder mit anderen Worten unzurechnungsfähig und dass man sich dann erst recht nicht helfen lassen will. Denn wenn man sich helfen lassen würde, bedeutet es, dass man die Behauptung unterstützt, dass man krank sei. Außerdem will ich mein Leben nicht unnötig in Gefahr begeben, mit dem Auto bei Eis und Schnee herumfahren, selbst oder als Beifahrerin. Als du den Autounfall hattest, war noch nicht einmal diese zusätzliche Gefahr. Sorry, geändert. Bestand noch nicht einmal diese zusätzliche Gefahr, wenn ich neben dir gesessen hätte und der Aufprall noch stärker gewesen wäre? Müssten wir beide eventuell im Rollstuhl sitzen oder wären ganz tot? Hier, wo ich wohne, auf Gran Canaria, kann ich ohne Auto auskommen und es ist rollstuhlgerecht. Ich bin auch bereit, dir zu helfen, eine Wohnung mit diesen Vorteilen zu suchen hier auf Gran Canaria. Vielleicht bist du diejenige, die nicht richtig ist, denn viele Deutsche warten nur darauf, dass sie pensioniert werden, um dann auf die Kanaren auswandern zu können. Da du so eine starke Meinung zu Islam und Pegida hast, will ich nochmals zurückkommen auf den Albtraum mit der Todesstrafe. Habe gerade gestern noch einmal ein Video gesehen mit dem Titel Forbidden Reading, Freedom of Speech Documentary. Ein YouTube-Video, hier ist der Link. Die Todesstrafe liegt noch viel näher, wenn man wagt, den Islam zu kritisieren. Cartoons zu zeichnen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Auch will ich dich noch einmal erinnern an Walid Shabbat, viele interessante Videos und ein Buch mit dem Titel Why We Want to Kill You. Einladung zu meiner Facebook-Seite CCBP Canarias, Canarias Crypto Bitcoin P2P.